Ja, hallo zusammen. Ich versuche mich auch mal wieder an einem Video zu dem Thema OpenTX, EdgeTX und sonstige RC-Elektronik. Man kann es ja wirklich nicht mehr OpenTX Weekly eigentlich nennen. Beim letzten Mal war ja der Ton ein bisschen verunglückt. Ich hoffe, dass jetzt etwas besser ist. Ja, was ich euch zeigen wollte, ist auch noch mal eine kleine Inspiration zum Thema Messemodul, was wir ja in verschiedenen Kanälen schon besprochen hatten. Ja, hier liegt eine ganze Menge rum auf dem Tisch. Also fangen wir mal an hier in der Mitte. Das ist mein sogenannter Cruise Controller. Das ist also so etwas Ähnliches wie ein Flight Controller, nur eben für Oberflächenfahrzeuge, also in dem Fall für Schiffsmodelle. Was hier diese komische Antenne hat, dass dieses kleine 1x1 cm große Ding auf diesem Controller, das ist steckbar ein ELRS, also Express-LRS-Empfänger. Auf das Thema Express-LRS gehe ich irgendwann später nochmal in einem anderen Video ein. Und ja, an dem Cruise-Controller steckt hier ein bisschen was dran, aber nicht besonders viel. Der hat 10 PWM-Ausgänge für die 10, für irgendwelche 10 Kanäle. Hier ist noch ein Servo dran. Dann hat er einen S-Bus-Ausgang und einen S-Port-Ausgang. Ausgänge, Plural, gell? Wie immer, ich lasse meine Videos ungeschnitten mit allen Versprechern und sonstigen Fehlern. Das geht hier zu so einer Busverteilerplatine. Genau, und da ist an den S-Port-Bus hier so ein Spannungssensor, so ein käuflicher Spannungssensor angesteckt. Der blinkt so fröhlich vor sich hin, weil ich da keinen Akku angestellt habe, steckt habe. Dann haben wir hier noch einen kommerziellen S-Bus-Decoder. An dem sind zwei Servos dran. Die stelle ich nochmal wieder schön nebeneinander. Und dann ist hier gleichzeitig die Stromversorgung mit einem kleinen Brushless-Controller. Naja, so klein ist der auch nicht. Macht 50 Ampere. Der hat auch so einige Besonderheiten. Später kann man aber noch später in einer anderen Folge drauf eingehen. Und dann haben wir hier einen Brushless-Motor. Der ist in so einem Teststand. Muss man sich nicht weiter darüber wundern. Da ist hier noch so eine Halterung. Aber ihr seht, es gehen nur die drei Kabel dahin. Sonst eigentlich nichts. Gut, steuerbar ist das Ganze natürlich über den Sender. Da unten ist der Kanalmonitor. Ich drehe mal hier ein bisschen dran. Das müsste dann Kanal 1 betreffen. Und der Motor fängt auch an zu drehen. Schön leise, wie es das sein muss. Und startet auch bei niedrigen Drehzahlen. Okay, gut. Dann können wir es aber auch mal so machen, dass ich hier noch ein Bluetooth-Modul einstecke. Das hatte ich eben mal abgezogen, damit man den Express-LRS-Empfänger besser findet oder sieht. Und dann verbinde ich mal mich mit dem Teil hier. Das geht jetzt über Bluetooth und hat jetzt nichts mit der Fernsteuerung zu tun. Und hier ist nicht verbunden. Doch, jetzt ist er verbunden. Da war ich ein bisschen voreilig. Kann ich den Motor also auch mit starten? Da passiert nichts. Aber hier kann ich auch die Servos bewegen. Ich kann den Sender jetzt auch ausschalten. Und trotzdem, Servos bewegen sich. Man hört das so ein bisschen knistern, ne? Am Motor sieht man es dann ein bisschen besser. Gut, ja, da kann man natürlich hier irgendwelche Buttons drücken, damit kann man irgendwas schalten. Das habe ich jetzt alles nicht angeschlossen. Das würde alles ein bisschen viel auf dem Schreibtisch werden. Okay, mein kleiner Beitrag dazu.